Am 18. Mai wurde an dieser Biegung nahe Kleinwülknitz ein Unfall nachgestellt. Bei der tatsächlichen Tragödie im August 2003 kamen die Geschwister Christine und Jenny ums Leben. Bei der Nachstellung im Mai war ein Filmteam der Polizeifachhochschule aus Aschersleben dabei. Sie drehten an diesem Tag die letzten Szenen für einen Lehrfilm, der am 19. September im Präsidium Dessau erstmals vorgestellt wurde. Die Polizeipräsidentin der Direktion Dessau, Brigitte Scherber-Schmidt, erklärte, welches Ziel die Polizei mit diesem Film verfolgt. Die dargestellten Konfliktsituationen, die mit so einem schweren Unfall auch verbunden sind, vorzustellen. Und wir erhoffen uns in jeder Veranstaltung, wo wir diesen Film vorstellen, eine rege Diskussion, um damit dem Ziel, solche Ereignisse präventiv verhindern zu können, näher zu kommen. Die Risikogruppe Nummer 1, jugendliche Fahranfänger, sollen auf diesem Weg angesprochen werden. Weg von einfachen Broschüren hin zu einer anschaulichen Darstellung in einem Medium, das die Jugendlichen gewöhnt sind. Trotz sinkender Unfallzahlen gehen ein Drittel aller Unfälle auf das Konto Jugendlicher zwischen 18 und 25 Jahren. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei dieses Projekt ins Leben gerufen. Den jungen Fahrern werden die Folgen leichtsinniger Entscheidungen vor Augen geführt. Also das Video wird Lehrmaterial für die Verkehrssicherheitsberater der Polizeidirektion, die ja vielfach in Schulen unterwegs sind. Die werden diesen Film im Rahmen von Unterrichtseinheiten vorführen. Ein großer Dank ging an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer von DRK, Feuerwehr und an die Darsteller. Ohne die Zustimmung des Vaters von Jenny und Christine wäre das Projekt allerdings nicht möglich gewesen. Auch ihm galt deshalb ein besonderer Dank. Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass das aufwendige Projekt auch seine Wirkung zeigt. Gucken wir mal, ob wir hier was Vernünftiges an Davies finden. Du warst hier schon mal drin? Ja, wir werden mal sehen. Ich glaube, das werden wir schon finden. Hi, Ladies. Schönen guten Abend. Hi. Ich habe den ganz niedlich Augen. Oh, vielleicht kommt er halt wieder. Ja. Hey, Ladies. Können wir euch was Gutes tun? Hallo, was denn? Du weißt nicht, wollen wir was trinken? Klar. Prost, weil wir schon alle, ne? Ja, dann müssen wir mal warten, bis hier mal eine Lady kommt. Ja. Hallo, Bedienung. Ich hätte gerne mal eine Bacardi Cola, was du? Eine nur? Oh, Cola wäre ganz nett, ne? Cola und du? Ja, ich nehme Tequila Cola. Und du? Ich nehme auch Bacardi. Hallo? Bacardi. Naja, was soll's. Eine Rauch? Gerne doch. Vielen Dank. Nee, ich stehe auf das Flüssige. Na gut. Prost! Prost! Prost, alle Mann! Auf den Abend, wa? Mhm. Dass er nicht länger wird? Verschluck dich nicht. Das ist doch ein gutes Zeug. Ja? Ach, so viel ist doch gar nicht drin. Ach, heilig. Ich hab doch nachgefüllt. Machen wir uns denn? Also. Ich habe alle. Du hast alle? Ich habe gleich fertig. Ich habe auch alle. Nur mach mal ein bisschen Dampf hier. Ja. Tschüss! Komm mal mit mir. Machen wir uns auf die Socken hier. Ja. Tschüss. Tschüss. Heute war es schon aus, aber schön, dass wir uns mitnehmen. Wir fahren jetzt noch mal nach Köthen ins Zelt. Ach so, okay. Seid ihr euch sicher? Ja, da haben wir das Auto. Hey, ganz ruhig bleiben, junger Mann. Andere Seite. Tschüss. So, bitte, guck. Nö, abschließen ist nicht so cool.
Machen wir nochmal ein Safe? Ja, ich will auch noch nicht nach Hause. Okay, es wird schon hell draußen. Ach, das ja. Machen wir nicht. Lass uns ins Safe fahren. Da ist bestimmt noch mehr los als hier. War ja zum Kotzen. Ja, jetzt aber ein Trick am Bacardi gibt's da. Ey, fahr mal vorsichtig hier. Ach, lass uns mal fahren, wir wollen doch nicht morgen früh ankommen. Genau, wir wollen ja heute noch ankommen. Schmeiß einfach noch eine Runde Sambuca. Pass auf, der Baum! Die Angehörigen, das ist schwer nachher. Ja. Das belastet denen doch ganz schön. Es hat einen dann doch sehr betroffen gemacht, dass jüngere Menschen betroffen waren, die dann doch leider verstorben sind. Und wir haben später nochmal so mit den Beteiligten drüber gesprochen. Und hat sich doch gezeigt, dass erst später die richtige nervliche Belastung eingesetzt hat bei allen Beteiligten. Schon. Allerdings, indem man sich dort auf diese Arbeit konzentriert, auf die umfangreiche Spurensicherung, versucht man, diese Tragweite nicht an sich persönlich rankommen zu lassen. Ja, das war nur, weil ich ein zum Beispiel An die habe ich angehört. Ja.